Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein Video von mir über die neuen täglichen Trainingsempfehlungen von Garmin, die sich mit der Alpha-Software 9.14 deutlich verbessert haben. Ich bin total begeistert. Ich war ja vorher schon ein großer Fan davon, aber jetzt mit diesem Einbeziehen der Training Readiness ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer geworden. Denn vorher wurden die täglichen Empfehlungen eigentlich um Mitternacht eingestellt. Ich konnte auch nur für den dann tatsächlichen Tag die Empfehlung sehen. Und es wurde zum Beispiel dann nicht berücksichtigt, wie gut oder wie schlecht ich geschlafen habe. So, jetzt habe ich ja seit ein paar Tagen die Alpha-Firmware drauf und bin sehr am Ausprobieren. Und ich muss sagen, wo ich halt eine große, sehr große Änderung gesehen habe, ist bei der täglichen Trainingsempfehlungen, die dann auch wirklich auf auf meine Tagesform angepasst wird. Da ändern sich auch die Empfehlungen noch und das finde ich sowas von genial, weil gestern hatte ich zum Beispiel beschissen geschlafen. Eigentlich hätte ich gestern eine Stunde laufen müssen, aber aufgrund der nicht besonderen Nacht wurde dann die Trainingsempfehlung auf 26 Minuten Recovery angepasst und nicht auf einen übereinstündigen Basislauf, was mir auch sehr entgegenkam. Und auch die anderen Trainings, die darauf folgten, wurden etwas angepasst. Und manchmal sind es ein paar Minuten, die Trainings angepasst sind. Manchmal wird die Pace angepasst, manchmal wird die Trainingsart angepasst. Also dann habe ich kein Sprinttraining, sondern ich habe einfach ein Base-Training und so weiter. Da hat sich also sehr viel getan. Die Trainings an sich findet ihr, wenn ihr in eure Widgets geht und habt dann jetzt hier zum Beispiel das Kalender-Widget aktiviert. Wo ist meins? Na, ziemlich weit unten. Dann kann ich hier sehen, was heute angesagt ist. Ihr seht, heute ist 36 bis 67 Minuten. Das heißt, 36 ist das Lauftraining und 67 Minuten wäre das Fahrradtraining. Hier ist das Lauftraining und das ist für heute angesagt. So, aber wenn ihr jetzt in den Trainings mehr sehen möchtet, dann geht es jetzt folgendermaßen. Ihr geht auf Aktivitäten. Wir gehen jetzt zum Beispiel auf Laufen, halten die mittlere Taste gedrückt und kommen so in die Laufeinstellungen. Dann gehe ich hier auf Trainings, gehe nochmal auf Trainings und sehe hier meine Daily Suggestions. Wie gesagt, das seht ihr nur unter der Firmware 9.1.4, aber dann seht ihr schon, worauf ihr euch freuen kann. Ihr seht, meinen heutigen Lauf habe ich schon completed. Im Moment ist das auch noch alles auf Englisch, obwohl ich es hier auf Deutsch stehen habe. Ich kann jetzt hier eine Woche im Voraus sehen, was jetzt eigentlich geplant ist. Morgen wäre halt ein Sprinttraining geplant mit 7 kurzen Sprints und so weiter. Ich kann also schon sehen, was mir die Woche bevorsteht. Dann habe ich ein Basistraining, dann habe ich wieder Recovery. Anaerobic, dann einen langen Lauf Samstag und auch einen langen Lauf Sonntag. Das kann sich aber alles noch ändern, je nachdem, wie fit oder wie schlecht ich bin, wie viel Stress ich habe, wie gut ich geschlafen habe und so weiter. So, hier könnt ihr in den Settings einstellen, Workout Prompt, dass ihr, na, ach, heute ist mal mein Touchscreen auch wirklich ein bisschen pliensig hier. Workout Prompt auf ein. Hier könnt ihr festlegen, an welchen Tagen ihr in der Woche gern den langen Lauf hättet. Hier könnt ihr den Target festlegen, also ob ihr Pace oder Herzfrequenz basierend trainieren wollt. Leider kann man hier noch nicht Power auswählen. Ich hoffe, das kommt noch, weil man kann ja jetzt nativ Power Trainings machen. Und hier könnt ihr sagen, okay, ich bin im Urlaub, ich möchte das Ganze jetzt mal pausieren, ich möchte da jetzt keine Empfehlung haben. So, wie gesagt, hier, wenn ich das Ganze unterlaufen mache, dann sehe ich die Empfehlungen für meine Lauftrainings für die Woche. Wenn ich das Ganze jetzt unter jetzt mal auf Radfahren gehe und das Ganze hier mal mache, dann stelle ich das hier ein
und gehe hier auf Trainings, Daily Suggestions, und dann sehe ich hier, was heute oder was die Woche so ansteht. Also ihr bekommt das fürs Radfahren und fürs Laufen vorgeschlagen. Ihr müsst dafür allerdings ein VO2 Max schon bestimmt haben von der Uhr. Es geht nur bei Lauftrainings, die ihr mit Herzfrequenzgurt macht, und bei Radtrainings müsst ihr einen Powermeter am Rad haben, damit die berücksichtigt werden, diese Trainings. Das Ganze könnt ihr natürlich auch dann sehen, wenn ihr, ich glaube, heute wird meins nicht mehr angezeigt, oder? Wenn ich jetzt hier auf Laufen gehe, dadurch, dass ich es schon gemacht habe. Nee, wird sie nicht mehr angezeigt, aber ich könnte jetzt hier hochgehen und hier auch dann das Training auswählen, Daily Suggestion, aber heute ist mein Lauf schon completed, also heute bin ich durch. Was noch zu diesen täglichen Trainingsempfehlungen zu sagen ist, ist, wenn ihr euch einen Wettkampf in den Kalender eingetragen habt. Ihr seht, bei mir ist jetzt hier nichts drin. Ach, meine Güte. Ich mache das jetzt mal so. Also, ich habe hier unten auch Race Day. Ihr seht, ich habe kein Rennen hinterlegt. Wenn jetzt hier ein Rennen hinterlegt wäre, dann wären eure Trainingsempfehlungen auf den Renntag abgestimmt. Das heißt, je weiter der Renntag weg ist, desto besser ist natürlich diese Vorbereitung auf dieses Rennen. Wenn ich jetzt nächste Woche ein Rennen habe, ja, dann kriege ich zwar die Empfehlungen dafür, aber je nachdem, was das für ein Rennen ist, werde ich dann eher Empfehlungen kriegen, es mal langsam angehen zu lassen, damit ich für den Renntag fit bin. Wenn ich jetzt ein Halbmarathon-Training oder 10-Kilometer-Training mache und weiß, der Lauf ist erst in 12 Wochen, dann macht die Uhr mir auch das perfekte Aufbautraining, Peak-Training, Recovery-Training und so weiter, Tapering-Training für diesen Lauf. Allerdings, wenn ihr einen Lauf eingetragen habt, dann bekommt ihr keine Empfehlung mehr fürs Fahrrad. Dann ist diese ganze Trainingsausrichtung wirklich nur auf Laufen ausgerichtet. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn ihr gerne beides trainiert und habt jetzt nicht unbedingt einen Lauf, wo ihr darauf hinarbeiten wollt, dann tragt euch auch diesen Lauf nicht ein, weil dann ändert sich diese tägliche Trainingsempfehlung und ihr bekommt nur noch Lauftrainings vorgeschlagen. Aber andersrum, wenn ihr einen Lauf habt, dann ist es einfach genial. Ihr kriegt einen abgestimmten Training auf eure Tagesform, jeden Tag neu angepasst, mit allen wellenförmigen Trainingsrubriken, die man in einem Aufbau oder in einem Training, wirklich in einem Training für auf ein bestimmtes Ereignis hin haben sollte. Das geht ja in der Regel, trainiert man ja mehrere Wochen bzw. Monate auf sowas hin, und die Uhr macht das für euch, die stellt euch das zusammen und die hilft euch dabei. Und das finde ich einfach genial. Und sie berücksichtigt halt auch, wenn ihr schlecht geschlafen habt, wenn ihr Stress habt. Wenn, bei mir war zum Beispiel heute die war heute auf 100% heute Morgen. Und dann normalerweise hätte ich dann Lauf vorgeschlagen bekommen, Sprint oder sonst irgendwas, weil du sagst, ey, dir geht's richtig gut. Aber meine Training Readiness war leider nicht der Meinung, weil ich nämlich auch diese Nacht zwar lang genug geschlafen habe, aber keine Tiefschlafphasen hatte oder zu wenig. Und dann sagt die dir, ne, besser nicht, nicht genug Tiefschlaf. Und passt das Training dann daraufhin hier an. Und das finde ich echt genial, weil, also für so Heti und Pleti wie mich, die so Hobbysportler sind, ist das wirklich eine super Trainingssteuerung, die gesundheitsorientiert ist und gesundheits- und fitnessorientiert ist und nicht so sehr wettkampforientiert ist. Wettkampforientiert auch, aber mit Einschränkungen. Also ihr guckt mehr, wie es euch geht, was ihr für einen Stress hattet, wie eure Erholungsphase ist, wie eure Bodybatterie ist, wie eure Herzfrequenzvariabilität der letzten Tage und so war, wie eure Trainingsbelastung war, und daraufhin passt ihr euer tägliches Training an. Und das ist
meiner Meinung nach besser als jeder Trainingsplan, den ihr euch aus dem Internet ladet. Ihr habt gesehen, es ist viel Abwechslung drin, es sind Sprints drin, es ist aerobes Training drin, es ist Basistraining drin, es ist Recovery drin und so weiter. Und das alles auf eure täglichen Werte abgestimmt. Besser geht's nicht. So, hoffe, konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Schaut euch gleich an und freut euch, falls ihr die 9.14er Firmware noch nicht drauf habt, auf diese Firmware, weil die bringt richtig, richtig geilen Scheiß auf die Uhr. Danke fürs Reinschauen, abonniert die Phoenix 7 Liste und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.